Liebe Freundinnen und Freunde, eigentlich ist es in Sachsen seit Jahr und Tag klar, bei der Mobilität haben wir richtig Handlungsbedarf. Genauso aus Sicht des Klimaschutzes, wie aus Sicht der Sozialpolitik, wie aus Sicht der Anbindung der ländlichen Räume an die Ballungsräume. Aber erneut, und das kann man ja wahrscheinlich für diese Regierung jetzt abschließend leider sagen, ist der Zug nicht aus dem Bahnhof gekommen. ÖPNV-Kommission und dann war fast nichts, trotz der guten Vorschläge, die die Landtagsfraktion im Landtag gemacht hat. Und irgendwann sagte der Verkehrsminister, wenn wir es mit den CDU-Landräten nicht können, dann machen wir es alleine. Ich weiß bis heute nicht, mit wem er es eigentlich alleine machen will, weil diejenigen in den Kommunen, die in der Praxis auf Reformen drängen, aus Gründen der Luftreinhaltung, aus Gründen der Sozialpolitik, die wissen ja heute noch nicht mal, was dieser Verkehrsminister eigentlich plant. Denn die Landesverkehrsgesellschaft wird das Problem nicht retten. Retten werden es nur eine Ausbauwelle für den öffentlichen Verkehr und ein Umbau unseres Tarifsystems. Und genau das hat diese Regierung vertan. Was brauchen wir? Wir brauchen eine Angebotsoffensive im öffentlichen Verkehr. Und zwar auch außerhalb der Ballungsräume. Wir brauchen das in den Ballungsräumen auch, klar, weil wir haben die Pendler. Aber vor allem brauchen es die Leute außerhalb der Ballungsräume. Wir brauchen einen guten öffentlichen Verkehr. Auf der Schiene, mit einer ausgebauten Schiene, mit einem sachsenweiten Takt und einem guten Busangebot, das darauf vertaktet ist. Und wir brauchen mehr öffentlichen Verkehr auf der Straße. Als ich im letzten Sommer mit meinen Kindern im Erzgebirge einen übrigens wunderschönen Urlaub gemacht habe, habe ich mich gefragt beim Zahlen der einzelnen Fahrscheine auf den einzelnen Buslinien, was es hier bedeuten würde, wenn der ÖPNV kostenlos wäre. Für mich sicher bequem, weil ich müsste dann nicht zum Busfahrer gehen, aber bei dem Angebot wäre der Nutzen wohl gering gewesen. Ich finde, wir machen in unserem Sozialprogramm ein gutes Angebot. ÖPNV für Einkommensschwache, für Kinder, für Studierende, kostenfrei. Aber die ich als Beamtin für gutes Geld Arbeit machen darf, warum sollte ich meine Monatskarte nicht bezahlen? Warum sollten Arbeitgeber einen guten öffentlichen Verkehr nicht mitfinanzieren? Das ist für mich Solidarität. Wir brauchen eine Angebotsoffensive, wir brauchen gute Mobilität für alle und wir brauchen Kostenfreiheit für diejenigen, die es nicht bezahlen können. Und das, glaube ich, ist ein guter, ehrlicher, programmatischer Vorschlag. Danke an die Programmkommission.